Auch wenn der Wind jetzt super geht, aber ich habe da jetzt die Planung schon gebrockt, darum mache ich es trotz Wind. Ich möchte kurz herzeigen anhand, das ist eine Walnuss, also die steht frei und wild wachsend. Und mir geht es jetzt einfach darum, schaut mal. Also ich nehme jetzt da stellvertretend für den Baum einfach ein Blatt. Und es ist das typische Walnussblatt, gefiedert. Das können eben da drei Fiedern links und rechts und ein Endfieder sein. Das können auch da, wie es da ist, nur zwei Fiedern eher auf einer Seite sein und dann das Endblatt. Aber um was es mir geht, also das da würde ich so ungefähr stellvertretend jetzt hernehmen, so wie man es ganz oft auf dem Baum findet. Aber schaut mal, also es ist fast unmöglich, dass man irgendwie in einer Beschreibung einen sinnvollen Größenvergleich angibt oder eine Größe, dass man schreibt, okay, so und so groß müssen die Blätter sein, weil das kann sich wirklich erheblich unterscheiden. Schaut, all das sind Walnussbäume, also da, das hat sogar gleich viel Fiedern, nein, das hat sogar noch mal mehr, schaut, 1, 2, 3, 4 auf jeder Seite und dann ein riesen Endfieder, ja, aber nichtsdestotrotz ist Walnuss. Ah, da ist auch Walnuss, ja. Und schaut mal diesen Größenunterschied an. Zum Teil hat das einfach auch damit zu tun, dass es Sonnenblätter und Schattenblätter gibt, wobei einfach die Sonnenblätter kleiner sind in der Regel wie die Schattenblätter. Schattenblätter werden einfach größer, dass sie mehr Fläche haben. Zum Teil ist es auch so, dass jung austreibende Bäume noch ein bisschen anders ausschauen wie die typische Endform dann. Aber in dem Fall waren das eigentlich überhaupt keine Extreme, also das waren schon lauter Bäumchen und Baum. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte das herzeigen, weil für mich hat es zumindest früher zu Verunsicherungen geführt, wenn das so unterschiedlich hat ausschauen können, ob das dann eh das Richtige oder das Passende ist. Und ja, also Bäume haben oft wirklich unterschiedliches Aussehen. Okay.